So, gerade mitten in der Nacht und jetzt dachte ich mir, ist genau der richtige Zeitpunkt, hier mal diesen Gold Roger Spader noch zu farmen. 20 bis 25 haben wir genau eben erreicht. 1000 KP. Okay, naja, ich bin mal gespannt, ob wir hier irgendwie was reißen. Moment, wir starten erstmal um vielleicht. Und dann schauen wir mal. Also selbst wenn wir 90% weniger Schaden kriegen, ist das halt immer noch ein... Ja, schon ein großes Problem. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt umstatten möchte erstmal. Wo haben wir das Ding hier? Braucht es einfach für die Gildenmöbel. Das sind eben dann sehr, sehr gut. Okay, das wird echt witzig. Warte mal, waren wir schon im Dungeon drin? Wow, sieht der cool aus. Der sieht aber echt cool aus. Okay, wir sind tanky as fuck. Ja, wir sind richtig tanky. Erstmal kurz alles aktivieren. Moment, das dauert einen Moment. So. Okay. Lol. 10 Millionen HP? Wir kriegen 83% weniger Monster Damage. Okay, also wir sind am Arsch. Warum fühlt sich das schon wieder absolut unbalanced an, das Ganze? Alter. Warum haben die denn 10 Millionen HP? Die anderen Mobs haben noch keine 10 Millionen, oder? Und warum machen die so viel Schaden? Warum braucht man hier... wie viel? 1 Million HP? Normalerweise? Ey... Also vielleicht ist das, warte mal, ist das vielleicht irgendwie, nee, warte, wir haben hier Difficulty Solo, okay, das ist. Nee, also ich kann es gerade am besten will mal wieder nicht verstehen. Die machen 35k Damage. Junge, wie balanced denn das bitte? Ja, okay, also hier würde ich definitiv nichts farmen, das ist absolute Zeitverschwendung. Ja, kann man komplett knicken, also. Ich weiß nicht, warum man sowas balanced oder warum man sowas so balanced. Ich meine, wer soll hier irgendwas farmen? Also vielleicht mit der ganzen Gilde, okay, aber... Uff, ich meine, es gibt ja einen Solo-Mode und das Solo-Mode, den kannst du vergessen. Also den kannst du vollkommen vergessen. Das ist halt schon wieder echt ein Downer auf alle Fälle. Wir könnten halt... Ja, eigentlich müssen wir ein Ding hier farmen. Die Expeditions. Fangen wir mit dem einfachsten an. Mit dem kürzesten. Keiner drin, okay. Ja, nee, also es gibt einfach so Sachen auf Dragon Crusade, die da kannst du direkt abbrechen. Da braucht man gar nicht irgendwie großartig rumprobieren. Ach, der Bug ist immer nicht gefixt, dass man die Dinge verliert. Skrilled Eel. Ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Okay. Also damage-mäßig sind wir jetzt ziemlich gut dabei eigentlich. Jetzt auch alles mögliche an Buffs und Bonis und whatever. Aber, ja. Ja, nee, also es ist halt, wie gesagt, echt gerade schon ein bisschen schade irgendwie. Ich meine, 10 Millionen HP später sind natürlich halt gut machbar. Und natürlich, das Problem ist halt, es gibt ja kein Balancing. Nur für dieses eine Level oder was auch immer. Das gibt's halt nicht. Einfach mal alles aktivieren hier. Keine Ahnung. Warum debufft denn der so oft? Okay, der macht irgendwie kein Damage. Aber das Debufft ist schon ein bisschen nervig. Lol, einem. Hä? Hä? Was ist jetzt gerade passiert? Warum haben wir jetzt 1 Million Damage? What? Was ist gerade passiert? Aus dem Nichts heraus machen wir jetzt gerade einfach 200k Damage. Verstehe ich nicht. So, was droppen wir? Wir droppen
Nichts, oder? Wir droppen gar nichts. Okay. Ja gut, also wir werden ja auf alle Fälle wieder lange farmen. So steht schon mal fest. Ich merke auch gerade, das Equipment bei mir ist, glaube ich, jetzt langsam ein bisschen outdated. Ich werde auch gleich nochmal die Wand hier appen. Erweckungen. Ja. Ich meine, Erweckungen sind jetzt nicht dramatisch gut. Aber auch nicht dramatisch schlecht irgendwie. Sockel, die Anzahl der Sockel ist okay, wir haben 28% Attack drin. Der Schmuck ist einigermaßen. Wow, warum? Wow. Okay, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir mehr HP auf alle Fälle. Und mehr Allsets und so weiter, glaube ich. Genau, jetzt machen wir ein bisschen mehr Damage. Warum machen wir jetzt aber generell mehr Damage? Das verstehe ich nicht. Also manchmal ist es echt ganz, ganz eigenartig auf Train Crusade. Okay, der Damage steigt durch die Level. Okay, verstanden. Aber warum steigt der Damage, während man im Dungeon drin ist? Was macht denn das für einen Sinn? Verstehe ich überhaupt nicht. Es macht mal einfach mehr Schaden. Einfach so. Also ich meine, ich finde es cool und so. Definitiv, auf jeden Fall. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum. So, ich würde irgendwie ein bisschen planen, damit dann eben wissen, wie ich an meinen Schaden vielleicht noch irgendwie gerade so eine Million oder eine Viertelmillion oder so erhöhen kann. Aber es ist halt schwierig, wenn es dann einfach so random steigt oder sinkt. Killbonus 1 von 100. Okay, da ist gerade mit der Blue Dragon Ball, der erste. Jetzt gehen wir mal kurz ein bisschen ab. Das war 141. 141 Tries auf die Wand. Bin ich mal gespannt, ob wir Glück haben. Also ich denke mal so, plus 8 wäre, glaube ich, vielleicht sogar drin. Müssen wir mal schauen, aber. So 1617 Gearscore haben wir schon. Und natürlich die Frage sind, gut, was heißt die Frage? Effektiv, ich könnte natürlich jetzt einfach auf PvP-Schaden gehen. Aber ich glaube, also ich bin halt nicht so GW interessiert und ich glaube, ich würde einfach auf, ja, ganz, ganz stumpf und einfach auf den gehen, auf Schaden, also auf End. Weil alles andere macht ja wieder relativ wenig Sinn, finde ich. Oder was meint ihr? Ja, doch. Ja, ich glaube, das machen wir so. Ich glaube, das macht gerade meistens Sinn. Weil, wie gesagt, muss ich ein bisschen abwägen und so. Aber ja, das ist schon. Das ist so relativ sinnvoll, wie wir es machen. Also, ich meine, jetzt müssen wir natürlich erstmal noch die OnePlus 7 kriegen. Das ist natürlich die Voraussetzung. Momentan sieht es nicht so gut aus. Wow, 7, nice. Das dauert aber auch echt wieder ziemlich lang momentan. Wie viel Geld haben wir jetzt verschwendet? Okay, Geld haben wir jetzt wirklich nicht viel verschwendet eigentlich. Ja, es geht klar einigermaßen. Na gut, okay. Dann mal schnell Dias raus. Insert Diamond. Gibt es sonst nichts Neues, oder? Sagt PvP Attack. Attack Rate. Ah, nee. Nö. Nein. Okay. Interessant. Gut, dann würde ich sagen, probieren wir es wieder weiter. Letzte Run in dem einen Dungeon drin. Und dann schauen wir mal. Ship, nee, das Ding hier. Sind noch auf Solo, keiner ist drin, okay. Jetzt mal wieder weniger Schaden. Hä, aber warum?
Warum variiert der Schaden so extrem? Also das macht halt eben gar keinen Sinn irgendwie. Jetzt gehen wir mal zum Endboss. Mal schauen, ob wir jetzt auch wieder mehr Schaden machen. Da machen wir jetzt mehr Schaden. Okay, also man kann halt überhaupt nicht mit planen, leider. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber muss man dazu sagen, was wir gerade an Schaden bekommen haben, nur durch das Appen. Holy shit. 1.070.000 haben wir jetzt. Das ist schon krass. Das ist wirklich gut. Ja, aber ich sehe mich hier schon wieder ewig lang farmen. Ich meine, das dauert halt einfach wieder. Oh, wenn wir so lange beschäftigt sein damit. Das wird halt wieder richtig witzig. Nicht. Wir müssen wirklich jeden Tag einfach farmen hier. Ansonsten habe ich gar keine Chance irgendwie. Na komm. Und? Nichts war dabei. Nice. 13 Holies haben wir noch. Boah, wir verschwenden so viele Holies. Und so viel Geld damit effektiv. Ich weiß gar nicht, was die kosten. Ja, viel genug auf alle Fälle. So, dann gehen wir mal zur... Ah, shit. Wir brauchen ja auch noch... Ja, da war ja was. Ich weiß schon wieder. Ich erinnere mich. Wie klappt das Ganze hier? Save the Island, glaube ich, war die Quest, die wir jetzt machen müssen. Ja, ich glaube, die war einmal hier und einmal dann links davon. Hier drin ist noch, genau. Ja, so ein bisschen strange. Aber ich wollte A-Karten brauche. Wie viel habe ich denn momentan? Ah, warte mal, jetzt machen wir jetzt 1.075.000, okay. Oh Leute, das Ding hat 300 Millionen. Soll ich das Ding hier farmen mit den ganzen Buffs? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, das Ding geht mega schnell down. Was haben wir denn DPS aktuell? Okay, wir haben 2 Millionen DPS. Wait, wir brauchen 150 Sekunden? 3 Minuten? Nicht mal 3 Minuten? Hä, das ist eigentlich sogar ziemlich gut, dann merke ich gerade. Das ist halt echt gut eigentlich. Ich dachte mir gerade so, ja, dauert viel zu lang und so und lass mal nicht machen. Aber tatsächlich ist halt super geil, weil wir müssen halt nicht irgendwie erstmal einen Dungeon damit abschließen und halt irgendwie haufenweise Zeug killen dafür. Sondern einfach so. Einfach so. Einfach, GG, easy, rein, fertig. Das ist halt schon geil. Ja, gleich ist das Ding da und 110 Mille noch. Das ist schon geil. Das ist echt geil. Fire A oder Earth A. Oder Ult. Das sieht doch super aus, oder? Sonst noch nur B-Karten, glaube ich. Earthquake. Nee, nicht Earthquake. Earthpieces braucht er wahrscheinlich. Lightning, Vakuum. Ich habe wirklich alles, aber nicht die Pieces. Na gut. Ich habe einfach ein bisschen Flares oder so. Ach, die. Warte mal, was? Blessing of Goddess. LOL. City of Gods, okay.
Und Skillname ist blau. Cool. Interessant. So, dann gehen wir kurz mal schnell zurück nach... Gott, ey, wo ist die Kacke hier? Island Expedition, genau. Ja, also effektiv ist, glaube ich, relativ gut machbar und so. Wo genau tauscht man denn nochmal die Sets hier um? War das hier? Ja, genau. Uff, 3 Stück. Ja. Aber von Dragon Ball 3? 2. Okay, das heißt, wir müssen ein paar davon killen. Ist aber... Warte mal, wir killen die jetzt nicht, wenn wir gerade den Buff haben. Wenn wir den schon garantiert bekommen und so, dann never. Definitiv nicht. Okay. Rein da. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass wir jetzt hier... Was haben wir denn HP? Auch 10 Millionen HP. Oh Gott, ey. Wie viel Damage? Oh, 3k. Warte mal, die sind aber nicht, sind aber Melee. 36 Mille. Oh Gott. Okay, warte mal, 36 Millionen sind ja gar nicht mehr viel eigentlich. Merke ich gerade so, weil wir machen jetzt halt so viel Schaden irgendwie. Ja, das geht doch eigentlich klar. Ich überlege gerade, ob wir die jetzt irgendwie bewusst killen sollen oder eben nicht. Keine Ahnung. Ja, sie gehen relativ schnell down eigentlich. Es geht. Es geht echt klar. Ja, es geht. Es geht echt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier irgendwie so viele davon killen wollen. Ist schon auch ein bisschen Bullshit, glaube ich. Na. Ja, es ist so ein Ding immer. So, man muss echt ein bisschen abwägen, so was macht halt Sinn, was macht denn keinen Sinn. Wo haben wir den anderen Krake? Ich glaube, da hinten ist irgendwo was, oder? Wo waren die? Ja, perfekt, hier ist mal gar nichts. Alter, er farmt halt einfach schon DR40 Sachen, das ist echt krass. Hä, wo ist denn dieses Kraken-Ding hier? Da ist eine Krake. Ja, wow, ist einfach mal beide. Aber wirklich, wie gesagt, wieder 1.070.000. Das ist halt echt gut. Vor allem muss man bedenken, so, wir haben halt immer noch sehr, sehr viel Luft nach oben, was Schaden anbelangt. Also noch richtig viel machbar. Und ja, ich habe. Was haben wir jetzt gerade noch aktuell? 38 Minuten. Ich überlege gerade, wie ich es am besten irgendwie. Hier gedeichselt kriegt, dass ich dann das Ganze noch in der Aufnahme appen kann. Oder wir einfach sagen, so, ja, okay, ich erwecke einfach dann offscreen. Ich glaube, offscreen erwecken wir halt fast schon irgendwie sinnvoller. So, wo war der Boss? Da ist der Boss, genau. 117 Mille. Also wenn es halt so läuft, ist es halt echt in Ordnung. Weil besser kann es effektiv gar nicht mehr laufen. Wenn man mit sagt, wir sind 3 Minuten drin und wir haben den in spätestens 2, na, in 1 Minute glaube ich down. Das ist halt eigentlich schon geil. Naja, easy, oder? Geht klar. Das geht echt klar. Mal schnell die ganze Kleinen wegmachen und so, halt wegen den Drop-Bonis und so. Ist halt wichtig. Das passt schon.
halt wirklich diese 1 Million Bomben. Wirklich so jede Bombe ist halt einfach so viel, also wirklich halt 1 Million weniger. Das ist halt richtig geil. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Es ist halt wirklich episch. Das macht Spaß. Es macht halt... perfekt, da ist ein Drop. Es macht halt fast mehr Spaß, als wenn man jetzt halt irgendwie dastehen würde und sagen würde, so, ja, jetzt machen wir halt so 3,5 Millionen, was natürlich auch geil ist und so. Aber es ist halt dann wieder so ein bisschen anders. Wir probieren es einfach mal, dass wir hier ein bisschen mehr killen. Und dann kannst du hier drin effektiv leveln. Die Spawns sind immer so krass, das ist ja brutal. Wait, droppen nicht Geld? Ich glaube nicht, oder? Na, ich denke, droppen kein Geld. Also halt nicht genug, also nicht viel Geld, glaube ich. Würde nicht irgendwie so 500k so droppen. Oh, dann wäre hier immer am Start. Dann wäre hier sowas von am Start. Das war jetzt gerade mit meinem Bildschirm. Ach, hier ist Leute, hier ist ein Tentakel. Wait, 7 Millionen? 11 Millionen? 14 Millionen? Okay. Okay. okay, das ist interessant. Leute, wenn 41 Mobs den wir gerade gekillt haben, lol, okay, also das Ele können wir halt locker hier einfach alles killen. Also nicht alles, aber halt genug killen, damit wir halt diesen Bonus kriegen und so. Weil ich glaube, schneller killen wir die eigentlich vielleicht bestenfalls maximales Ele. Und selbst dann bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Juhuhuhu. Natürlich ein bisschen mehr, aber jeder Match finde ich jetzt schon noch geil. Von den Beats her kann man natürlich ein bisschen mehr rausholen. Vom Level natürlich sowieso mehr. Aber insgesamt, glaube ich, ist es schon ganz okay. Lol, ja gut, also Gelddrops. Die Gelddrops laufen. Die Gelddrops laufen wirklich gut. Wir sind halt immer noch erst seit 2 Minuten hier drin, by the way. Obwohl wir halt wirklich jetzt schon relativ viel hier drin aktuell machen. Ich merke gerade, ich habe einfach so ein gestörtes Zeitgefühl, wenn ich aufnehme. Oder generell irgendwie in Life. Es ist... Ich denke immer so, oh, jetzt bin ich schon ewig drin und so und... Aber halt tatsächlich ist es so... Halt überhaupt nicht der Fall irgendwie. Können einfach im Kreis rumlaufen und einfach immer auf das Ding gehen. Es geht halt irgendwie sogar... Aber hier machen wir auch wieder mehr Schaden an den Tentakel als an den anderen Viechern. 11 Millionen. Okay, das ist echt krass. Ja. Und das Ding, das Pets am Level immer noch. Heftig. Das ist krass. Ja, und jetzt geht's wieder weiter. Ah nein, es fehlt noch ein Mob, Aber schade, dass irgendwie der Schaden so variiert irgendwie, das macht gar keinen Sinn. Es fehlt noch ein Mob. Was irgendwie verpackt ist, keine Ahnung warum. Jetzt haben wir 50% Droprate. Das ist nice. Das ist nice. Mhm. Also ja, ich bin mal gespannt, was wir jetzt noch erreichen. Ich meine, bisher, wir haben jetzt 2 Dungeons gefarmt und wir haben jetzt 2 Bälle. Wir haben jetzt 4 Dungeons gefarmt und 2 Bälle. Was schon mal ein guter Schnitt ist. Ich meine, letztes Mal habe ich irgendwie 3 Wochen oder 2 Wochen dafür gefarmt. Und das war wirklich mal alles andere als witzig. Von dem her sieht es eigentlich erstmal relativ gut aus. Genau. Oh, wir haben noch einen Ball gedroppt. Nice.
Dragon Ball 1 haben wir uns gedroppt. Ich glaube, von dem brauchen wir allerdings noch 3. Also, brauchen wir 3, Punkt. Und somit halt eben insgesamt dann... nee. Wir brauchen jetzt noch einen und insgesamt brauchen wir 3. So, das würde ich sagen. Genau. So ist es. Genau so ist es. Genau, ich würde sagen, wir killen auf alle Fälle wieder die kleinen Mobs hier. Ich meine, lohnt sich halt zum einen wegen Geld. Ich meine, hier 2 Runs innerhalb von... Also ich meine, wie lange brauchen wir hier, um ein Pärchen zu farmen? Die 50 Mille, die waren halt gefühlt echt schnell beisammen. Also könnten noch so viel mehr Mobs killen und könnten so viel mehr davon profitieren einfach. So, los geht's. Oh, das läuft einfach so gut irgendwie. Ey, Ele, glaube ich, war da echt die perfekte Wahl für PvE. Ele ist sowas von die perfekte Wahl. 37 Mobs. So, wo ist der Rest? Ich kann es mir nicht merken, keine Ahnung, ich bin blöd. Mehr Mobs. Ich stell mir vor, wie geil es wäre, wenn wir die einfach one-hitten würden. Wie episch das einfach mal wäre. Allerdings ein Akroloi. Ups. Nicht drauf gehen. Ich weiß gar nicht, ob die Mobs das schon reichen, also die Anzahl der Mobs. Ich würde sagen, wir nehmen einfach noch mehr. Mehr bringt mehr, das wissen wir ja. Alter, die Mengen. Die Mengen an Mobs einfach. Man muss auch dazu sagen, ich meine, diese 20 AOEs, was wir effektiv brauchen, das ist halt gar nicht mal so die Welt, es sind einfach 4 Action-Slots und das war's. Alles laggt einfach direkt. Lol, 91 Mobs schon? 94? 97? Das reicht wieder nicht gegen ein paar Mobs, oder? Okay, wir haben alles. Perfekt. Das waren 64 Mobs. Das ist nett. Das ist echt nett. Ja, kann man machen, oder? Also ich finde, das kann man machen. Das ist angenehm. Und wir sind noch immer nicht 3 Minuten hier drin. Weniger als 3 Minuten im Dungeon und wir eskalieren einfach schon so hart. Oder wir sind schon so hart eskaliert. Ah, ist halt echt geil. So, perfekt. Boss, wo ist der wieder? Der ist wahrscheinlich wieder da hinten, oder? Hier glaube ich ist er. Genau. Profi. Einfach Profi. Muss aber bedenken, so 117 Millionen Damage. Innerhalb von einer Minute effektiv. Oder? Nee, weniger. 2 Millionen DPS. Doch, eine Minute ungefähr. Ungefähr eine Minute, ja, doch, klar. Gerade komplett, komplett lost. Nee, aber es geht eigentlich echt. Alter, das ist echt krass. Ich meine, schau mal hier, 3 Minuten. Also so lange habe ich, glaube ich, mit dem Blade auf... Oder hätte ich mit dem Blade... Ich weiß gar nicht, selbst wenn ich die Dinger one-hitted hätte. Was ich am Ende konnte. Aber ich glaube, selbst dann hätte ich, glaube ich, länger gebraucht. Zumindest geringfügig länger. Ja, 3 Bälle schon. Das läuft. Okay, ich beende erstmal die Folge. Ich mache den Rest offscreen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.